Willkommen zurück zu Dark Souls, dem Spiel mit unsichtbaren Brücken. Halleluja. Ich will hier nicht rennen auf diesen Brücken, ne? Aber eigentlich... Man weiß halt auch nicht, wie breit die ist und wie nah ich dem Rand bin. Unsichtbare Brücken. Schlechtestes Gefühl ever. Der ist doch nicht, bringt dich um. Ach, Quatsch, der tut keinen was. Och! Das ist dieser kleine Sturz hier jedes Mal aufs Neue. Echt jetzt? Echt? Wirklich? Ernsthaft? Wirklich? Ist es denn ihr Scheiß ernst? Unfair. Landest da ein bisschen schief, der Platte fällt runter, alle sehen weg. Das ist doch einfach nur blöd, ohne Witz. Hängt sich denn so eine Kacke aus? Ich meine, mehr unfair geht echt nicht. Also wirklich. Das ist doch. Was soll denn sowas? Du hast keine Chance, da irgendwie drum rumzuspielen oder irgendwas zu machen, sondern du rutscht einfach nur runter und bist tot. Das ist doch einfach nur mega unfair. Da hätte ich auch nicht mal rumsteuern können oder sonst. Ich bin da einmal nur von der Kante runter, schon die letzten paar Male hoch. Wobei ich irgendwie einen Millimeter zu weit vorne bin, fahre ich immer runter oder was. Kann nichts machen. Was ist denn das für eine Scheiße? Das ist doch einfach nur... Was soll denn sowas? Das ist doch... Echt. Verstehe ich nicht. Aber hier kann ich weiterlaufen? Ich glaube eher nicht, oder? Nee. Unsichtbare Wege umgehen. Ich will den nur tot sehen, den Typen. Ja, schon wieder. Ey, das ist so dumm. Das ist so dumm. Als ob mein komischer Typ sich immer nicht mehr festhalten kann, oder was? Nur weil das Ding da um 3 Grad... Ey, das ist so einfach dumm. Weil ich das ausgedacht habe, mal ohne Witz, das ist einfach nur schlecht. Das ist so, das hat da überhaupt keinen spielerischen Sinn. Das ist doch einfach nur, um einen abzufacken. Das macht nichts. Das bringt keinen Spielspaß oder irgendwas anderes oder irgendwelche Entscheidungen oder wo man rumspielen muss oder wo man irgendwie aufpassen muss. Das ist einfach nur Abfuck. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wege, ja, das Ding ist aber in dem Moment, wo ich versuche, unsichtbare Wege zu finden, verbringe ich wahrscheinlich mehr Zeit damit, um unsichtbare Wege herumzurennen, als alles andere. Weil ich ja noch öfter runter. Ich renne jetzt hier einfach durch und ignoriere die ganzen Idioten einfach. Ich hau den Goldenen noch um aus Rache, dass ich immer mal vernünftig landen werde. Und dann war's das. Aha. Großartig.
Pyro-Charge ist trotzdem weg, oder was? Ja, guck dir mal bitte an, das ist... Sind die unsichtbar, wie wir glauben. Toll. Trotzdem, was soll denn mit hier? Gibt's hier irgendwie noch irgendwas, das erklärt, dass es hier diesen komischen Weg überhaupt gibt? Auf jeden Fall muss man ja auf der Seite hier runterfahren. Jetzt. Schneeflock. Das hab ich jetzt hier so eine Motte rübertragen lassen, aber das ist der Plan. Was soll ich denn glauben? Das ist ja auch da. Ja, ne? Kann das sein, dass ich hier ja nicht lang muss? Weil irgendwie. Wenn ich das hier mal so sagen darf, geht's ja nicht weiter. Ich höre schon wieder Stimmen. Toll. Und da hinten sind noch tonnenweise... Die Motte sind größer als die anderen Motten. Kann aber täuschen. Hä? Cool. Ja, und jetzt? Ich kann nicht sehen. Ich kann auch nicht sehen, aber... Komm ich ja her. Und jetzt? Augen auf im Straßenverkehr? Ja. Augen auf beim Eierlauf. Was? Du musst da runter, wo du immer runtergesprungen bist und dann in den Ton. Hä? Das scheint mir irgendwie nicht so. Das scheint mir irgendwie nicht so sinnig zu sein, denn in den Tod. Die Brücke hört ihr jetzt, hatten die auf, oder? Wo soll ich hier springen, oder was? Gleich fällt zu tief. Großartig. Echt jetzt? Das ist nicht so ganz offensichtlich, wo hier der Weg ist. Möchte ich mal so fürs Protokoll feststellen. Da vorne fällt was runter, aber nichts in meiner Nähe. Der geht hier gleich sowas von steil bergab. Tja. Tja. Gut. Der blaue Scholle. Habe ich nicht neulich beim Ding, beim Masalin, dem man auch so eine scheiß Scholle gefunden? Ach, da habe ich eine graue Scholle gefunden. Naja, okay, gut. Roter Brocken, Feuerwaffen, Chaoswaffen plus A4. Gut.
Gleich endet der Weg. Das ist total Abfucker. Das ist ja schön. Gut, dann haben wir jetzt hier Weg hier zu Ruhelufen und eine graue Schuld zu holen. Schön. Wieder zurück. Ja. Ist geil. Ist aber noch geiler, wenn ich irgendeinen Fehler mache und hier wieder runterfalle. Dann wird das hier richtig cool. Da komme ich eigentlich her, ne? Was ist denn, warte mal, ich hab doch. Hätte ich hier ein bisschen weiter werfen? Okay. 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 Wo will ich denn eigentlich überhaupt hin? Mal jetzt nebenbei gefragt. Ich laufe jetzt gerade hoch und runter. Es ist schön, dass ich da unten war, aber ach, scheiße. Moment. Ich muss mal kurz wohin. Zusammen, dass das ausreicht? Und da kommst du immer an, großartig. Deine Seele bleibt hier. Irgendwas sehen, die ich noch ploppen kann. Ich will echt keine Seele mehr zum Ploppen. Ja. Hat die so 1200 wert? Oh, ist das lächerlich wenig. Ist nur 1200 wert, die Mondlichtmotte? Das lohnt ja wirklich gar nicht. Sagst du, der Kippen und Abhängig sind, oder? Ja, sowas von. Stirb. Die Viechern klar ist, dass hier Fallschaden mehr Damage gemacht hat. Das wäre krass für Oculus Rift. Das wäre wahrscheinlich richtig krass. Geh mal nicht an die Seele eines Untoten. So. Ach ja. Ich bin ein Herzinfarkt verfallen. Ja, das Problem an Oculus. Übrigens, ich würde. Es gibt übrigens das Ding ist, Oculus Rift ist halt total unrelevant geworden. Das ist das Einzige, was man heutzutage noch will, ist eigentlich,
Was? Wandelflug kostet 4000 bei hier? Oh Mann. Das Einzige, was man heutzutage eigentlich noch will, ist, das HTC Vive. Oculus Rift ist doch quasi tot. Das ist doch der größte, Scheiß geworden. Das ist doch, Das hat doch DLR gekriegt und die den anderen Scheiß und selbst von Facebook gekauft, das ist eigentlich nur bergab gegangen. Das Oculus Rift Zeug. Da wird's doch nicht mehr besser. Aber kurz vor einem Haufen, na, zum Fakt kriegst du doch Wumpe. Naja. Der unsichtbare Weg ist schon easy. Da sagt er was. Da war ich jetzt eigentlich schon wieder 116 Seelen. Ach so, ich konnte gar nicht alle kaufen. Geil, dass ich noch einen Angriff ausführe. So, egal. Noch entspannt auf zu den Viechern. Den Abgrund. Vor allen Dingen, ich habe mir ja neulich so einen Streamplan von Lobos angeguckt und da habe ich mir bis Seas habe ich mir das tatsächlich angeguckt. Und ich kann mich an diese Stelle nicht erinnern, weil der Typ, der einfach nur durchgerannt ist. Der hat das komplett ignoriert, das ganze Zeug hier. Der ist einfach straight. Halt richtig gelaufen. Ja gut, der Typ hat das Spiel anscheinend auch blind durchgespielt, habe ich mir mal sagen lassen. Aber trotzdem, das geht gar nicht. Was in der Höhle, wo du den Weg zur blauen Scholle genommen hast? Was schön ist, wenn du dich beeilst. Oder neu lädst. Was? Ach so, da ist eine Dings oder was? Eine. Kristalldingesbummens. Wo ist denn hier mein. Da ist mein. Jetzt habe ich nur noch 98 Prismasteine. Nu! Ach du Scheiße! Habe ich alle drei erwischt? Ah, ich habe nur zwei erwischt. Verflucht! So, Freunde. Habe ich schon erwähnt, dass ich keine Ahnung habe, wo ich eigentlich hin möchte, ne? Ich renne jetzt hier gerade einfach nur vor mich her. Wo liegt eigentlich meine Seelen? Ach, da hinten, na Gottchen. Ach ja. Nicht den Weg wieder? Andere Richtung? Echt jetzt? Oh oh. Wie bin ich denn letztes Mal da hingekommen? WTF?
Das ist ein bisschen wie ein Stalker, weil man keinen Detektor für Anomalien hat. Ich habe ja einen Detektor für Tiefen. Oh. What? Ah. Die Frage bleibt, wo zur Hölle will ich hin? Ich würde jetzt gerne erstmal mein Zeug zurückholen. Danke bitte. Es gibt nur die Scholle, du musst auf der anderen Seite von der Höhle raus. Was? Wie jetzt? Wie jetzt? Hier sicher? Ja. Wie meinst du das? Ich muss auf der anderen Seite von der Höhle wieder raus. Ich bin ganz schön weit gekommen, oder? Wie meinst du, ich muss auf der anderen Seite von der Höhle wieder raus? Hä? Aber da ging es doch gar nicht. Da ging es doch gar nicht weiter. Ich frage mich, wie viele die Dinger nicht maximal auf dem Boden liegen haben kann. Die Antwort ist in die andere Richtung. Sieht doch schön aus, oder? Was ich hier für einen Lichter fest hinterlassen habe. Schön. Schön, dass du dich so über deine neue Kraftkarte freust. Ja, aber hier fahre ich doch runter, wenn ich hier weitergehe. Meine, hier ist ja. Wenn ich jetzt hier weiterlaufe, dann... was? Da, wo die Echse waren, eben auf der anderen Seite, da, wo die Nachricht geht, weil da geht weiter. Ja, mache ich gerade. Gut. Ich wollte mir also damit sagen, ich habe den schwierigsten Teil auf diesem Weg eigentlich schon geschafft. Und dass der Teil hier eigentlich mega einfach ist hier, oder was? Dass ich einfach nur gerade ausrenne. Hat Björn schon die Ember? Nein. Hat so die kam? Ich habe hier keine. Achso, doch, die magische Blut habe ich. Die habe ich vorhin schon geholt. Da vorne müsste doch Seas gleich sein, oder was? Oh, nicht oder doch, oder nicht oder doch. Was sind das jetzt für Viecher? Kommt nie was? Wahrscheinlich, oder? Aha. Okay. Soll ich mich mal machen, die Viecher aber keinen Schaden. Ah doch, die machen Schaden. Never mind. Hey, noch so ein Vieh. Hilfe! Wo ist der Krebse? Nein, fickt euch alle hart! Was, First Try sogar? Ja, die blaue Scholle habe ich tatsächlich beim Erstversuch geholt, ja. Das war aber eher Zufall. Wenn ich mir so eine Strecke angucke, die ich mit dem Prismastein geschmissen habe, war das mehr Zufall als alles andere. Ich weiß noch, als ich hier ewig mit Rüttigen gefarmt habe und dann kam der Patch. Wie, das war mal unendlich, was man da holen konnte? Das ist natürlich auch nice. Das macht es natürlich ein bisschen leichter, das ist sein Zeug zu buffen. Aber warum funktioniert die denn nicht farmen? Da muss man einfach nur Seelen farmen für oder nicht? Das kann man ja kaufen.
Bei mir aktuell hängt es eigentlich eher am Dämonen-Titanit. Kennst ja den Weg. Na toll. Jetzt kenne ich den Weg ja durchaus. Ah, trotzdem. Was soll denn sowas? Kristallhöhle. Warum gibt es denn in diesem Spiel nicht einfach einen Flugzauberspruch? Und besser gesagt, ich brauche eine Flugpyromantie, aber du wirst schon, worauf ich hinaus will. Irgendwas zum Fliegen. Bei den Muscheln, wa? Nee. Also, wo nur eine Muschel kam, dachte ich übrigens, das ist kein Problem. Die können ja nichts. Die können auch an sich nichts, aber wie mit allen Dingen ist des Lebens, wenn zu viel ist, ist zu viel. Den Weg kennt es auf jeden Fall easy, ja. Ja, das sind übrigens alles Teile, die ich eigentlich nicht normal spielen möchte. Das am Anfang bis Anno Londo war eigentlich, war das Spiel nicht relativ Spaß gemacht, im Sinne von, naja, spielst du halt nochmal den Teil hier, das ist ja easy. Aber jetzt langsam kommen immer mehr Teile, wo ich mir denke, eigentlich möchte ich den Abschnitt nicht nochmal spielen, weil der macht keinen Spaß. Wie weit man hier einfach nur rennen muss, übrigens nichts. Hast du eigentlich hier nochmal mit Logan gequatscht, wo du den Schlüssel für die Zelle gefunden hast? Ja, ich weiß, dass Logan dass das Zeug und alles, das ist ja lustige Kristallzauberspiel verkauft. Vielleicht ignoriere ich die komischen Uzerkrebs jetzt hier einfach mal. Ich guck mal, wo mich das hinführt. Hä? Das führt mich zu diesen Raum hier, das ist ja schön. Was ist das? Das ist jetzt die Uhrzeitscholle? Ja, nicht, oder? Ah ja. Er hat wirklich nur Schuppen, ne? Moment halt, warte. Wie jetzt? Wir machen jetzt die OZEP-Krebs hier, Freunde. War überraschend einfach. Ich würde mich besser fühlen, wenn ich meine 30.000 Seelen von vorhin noch hätte. Na gut. Ich glaube, ich habe den schon geglitscht, oder? Das war nicht so geplant, dass man den so umhaut, oder? Weil ich stand jetzt ja nun ihn drinne. Ich habe gesehen, dass sein komisches Eiszeug das verflucht irgendwie. Also daran wäre ich beinahe gestorben. Aber ich habe dann irgendwie drei Rollen nach links und rechts gemacht. Dann war das irgendwie weg. Und dann habe ich weiter zugeschlagen. Und dann habe ich übrigens auf zweihändig gewechselt. Also, um mal zu beschreiben, was ich gemacht habe. Ich habe konstant zugehauen. Ich weiß nicht, warum diese komische Dinge. Ich habe zwischendurch noch mal Estus reingehauen. Hast du den Schwanz abgeschlagen? Nö. Horn. Ich stand in diesem komischen, riesengroßen Vieh drinne, das anscheinend Zies der Schuppenlose war. Und habe wild um mich geschlagen. Und dann habe ich einfach gewartet, bis das Vieh immer mal umgekippt ist. Und es ist anscheinend umgekippt. Schade, sagt es. So. Sie ist tot, der Rest ist mir scheißegal. So, das heißt, ich muss hier nicht mehr hin, oder? Ich habe diesen Abschnitt hinter mir. Ja? Ja? Gut. Gut. Schön. So, wir sind bei 26,8 Pois. So. Ich brauche noch zwei Level. Nehme ich mal stark an. Bei 1 wird nicht reichen. So, war es das jetzt hier unten oder gibt es hier noch was Schönes?
Wie viele Bosse sind schon weg? Naja, das war gerade der erste. Mausoleumskarten? Achso, klar, das ist die DLC. Dann gehen wir jetzt mal kurz noch zum Feuerbahnschrein. Ich weiß, ich müsste jetzt eigentlich Seelenfarmen, um nochmal zu leveln. Aber ich gehe mal kurz runter zum Feuerbahnschrein, bring mal die Seele noch weg. Das ist eigentlich noch ein schöner Abschluss für heute, oder? So, wie gesagt, Tagesziel war Seas umsauen. War zum Glück überraschend einfach, auch wenn ich glaube, dass ich unfassbar lucky war. Ach, jetzt schläft er wieder. Ich muss kurz das ausprobieren. No, no, I'm fine, well and wide awake. Do not treat me like an old withering snake. Das Mutti-Schwert ist legendär. Der Schwanz ist eh nur vom Magier wichtig. I am pleased to see you well. Is it something urgent? Ja. Oh, lol, ich verscherbe mich. Ich kenne ja alles von. The beings who possess these souls have outlived their as the primordial serpent. I let there be no. Ja, ich hab doch so einen scheiß Dings vom Teleportieren. Very well. Then. Ich könnte doch einfach an ihn vorbeispringen, ne? Das Mundi-Schwert ist legendär. Ach, er droppt noch ein Schwert oder was? Ja, mein Magier rennt sowieso mit diesem komischen Mundi-Schwert rum, der ist auch nicht schlecht. Hallo. Hatten wir schon mal. Danke. So. Feuerbandaltar. Okay, das war's. Das war jetzt ein bisschen antiklimatisch. Ich habe echt damit gerechnet, dass hier vielleicht noch was kommt. Aber naja, gut. Sieht wie witzig aus, wie er sich hier runterhängt. Möchte das jetzt vielleicht irgendwie kommentieren, dass ich die erste habe? The beings who possess these souls have outlived. Kannst du auch einfach an Fram vorbeispringen? Ich weiß, dass ich an ihm vorbeispringen kann. Aber mein Magier ist halt, ist er jetzt weg. Weil der ist mal wie böse. Deswegen, weil ich ihn an ihm vorbeigesprungen wurde. Er hat gesagt, ja, so ein Unverschiebter kann nicht der Dingsbums sein. Schönen Tag noch. Und seitdem ist er weg. Für immer. Das finde ich sehr deprimierend. So. Wir brauchen Seelen. Mach ich das nächstes? Ich meine, die Archive haben sich jetzt. Achso, das hat er. Die Archive haben sich jetzt auch mehr oder weniger jetzt eigentlich getan, oder nicht? Oder gibt es eigentlich nichts mehr zu holen? Oder nicht? Quasi. Ich kann noch mal kurz zu Logan laufen, wie es dem so geht, aber ich denke mal, nicht so gut. Ich sterbe hier gleich mit meinen 20.000 Seelen. Und davon abgesehen, ist doch eigentlich hier nichts mehr zu holen, oder nicht? Ne, Logan geht's noch gut. Oh, hello there. Where have you been? Time is a resource. Let's delve in promptly. Ich glaube, er wird langsam irre. Okay. Als nächstes Nito. Ja, aber bei Nito ist doch scheißen dunkel. In den Archiven gibt es eine gute Armbrust. Oh, wie die Katakomben. Ja, bräuchte dafür nicht erst irgendwie Licht oder so? Ich meine, mich zu erinnern, dass ich vorher irgendwie Licht holen muss. Wisst ihr, ich hab ein bisschen schon mal geschummelt, hab mal ein bisschen nachgeguckt. Welche werden als nächstes da? Als nächstes kommt definitiv Grablot Nito, das weiß ich. Danach kommt die Hexe von Izalit. Und noch irgendwer fehlt. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Ich glaube, Sief muss ich auch noch umhauen, oder? Der scheiß Hund fehlt auch noch. Am besten Nito vor Izalit. Na toll. Ja, aber. Ich hab die Höhlen ja schon mal gesehen. Das ist da ein unfassbar dunkel. Kann ich da nicht noch ein Item kriegen, was irgendwie Licht macht? Ich hab doch von dieser komischen Sonnenlichtmarder, als ich von der Hexe schon gehört. Platznamen-Rufsicht, die bräuchte ich eigentlich. Glaube ich. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass ich die brauche. Fuck, ich sterbe jetzt. Sterben wäre doof.
kaufe das nicht ein Zauber. Katakomben findet man auch nicht. Wie gesagt, also meine Information ist, dass man diese komische Motte sich, dass man irgendwie diese komische Sonnenlichtmade sich holen kann, dann ist gut. Dafür muss ich erst 30 Seelen reinballern oder was? Das scheint mir irgendwie eine ganz schöne Menge zu sein. Möchte ich mal so fürs Protokoll feststellen. Na gut, unabhängig davon. Jetzt wird der Typ natürlich auch einfach die Chaosfeuerbälle an den Kopf hauen. Das sollte ungefähr genauso funktionieren. Ich kenne ja einfach den Shortcut. Ich will ja den Shortcut sowieso aufmachen. So. Der einzige Grund, warum ich gerade noch so lange nochmal nachgespielt habe, weil ich gucke. Level 69. Immer noch nicht! Also das war der einzige Grund, warum ich gerade nochmal einen Meter länger gespielt habe. Einfach weil ich den Scheiß hier nochmal machen wollte. Ich würde nochmal gucken, ob ich es vielleicht eventuell nochmal schaffen könnte mit einem Level. Ich glaube, mir fehlt noch eins. Echt? Immer noch so wenig? Ist das egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.